Ihr wisst, ich möchte hier auf dem Kanal nicht nur über Resident Evil reden, sondern über alle möglichen Games. Nach den letzten Videos, die sich viel um Resi gedreht haben, dachte ich mir, es wird Zeit, eine Pause einzulegen und mal wieder zwei, drei andere Themen abzudecken. Und dann lässt Capcom diese Bombe platzen. Und zwar nicht mit großer Ankündigung, sondern exklusiv bei IGN Indien. Lasst mal drüber reden. Moin, Servus und willkommen bei Screenfire. Ich bin der Andi, schön, dass ihr da seid. Wisst ihr, manchmal geschehen Dinge, mit denen man absolut nicht rechnen kann. Und was hier in ein paar Nebensätzen fallen gelassen wurde, ist so ungewöhnlich, dass ich mir die News mehrfach durchlesen musste, um sie zu begreifen. Witzigerweise hat es in der westlichen Welt kaum Schlagzeilen gemacht, weil es sich um ein Interview auf der indischen Seite von IGN handelt. Aber natürlich ist es mir nicht entgangen und deshalb reden wir jetzt darüber. Ich meine, das ist ja auch unser Motto hier. Lasst mal drüber reden und so. Doch, bevor wir das tun, lasst doch gerne ein Like und Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt und natürlich, wenn das Video euch gefallen hat. Besucht mich unter TheJediBird85 auf Instagram, um mir privat zu folgen oder schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Dort findet ihr ebenfalls einen Screenfire Germany Kanal, auf dem wir genau wie auf YouTube dreimal die Woche streamen. Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 20 bis 22 Uhr. Okay, aber jetzt zurück zu den News. Wir alle kennen Yoshiaki Hirabayashi, den Producer des Resident Evil 2 und 4 Remakes. Er hat damals 2015 die große Ankündigung gemacht, am zweiten Remake zu arbeiten und damit überhaupt erst diese ganze Remake-Bewegung innerhalb Capcoms ins Rollen gebracht. Jedenfalls, Hirabayashi wurde von IGN Indien interviewt und danach gefragt, wie es eigentlich mit Operation Javier bezüglich des Kanons aussieht. Für die, die es nicht wissen, Operation Javier ist ein Kapitel aus dem Wii und PS3 Rail-Shooter-Spiel The Dark Side Chronicles. Daran spielt man eine Mission im südamerikanischen Dschungel, in der Leon S. Kennedy gemeinsam mit seinem späteren Widersacher Jack Krauser unterwegs ist. Man trifft auf die junge Manuela Hidalgo und diese leidet unter einer Krankheit und wird deshalb von ihrem Vater Javier Hidalgo in Heilungsabsicht mit dem T-Veronica-Virus infiziert. Operation Javier dient somit als Bindeglied zwischen Code Veronica und Resident Evil 4. Soweit, so gut. Zurück zum IGN-Interview mit Hirabayashi. Dieser sagt, dass die Geschehnisse in Dark Side Chronicles zwar Kanon sind, aber nicht exakt mit den Ereignissen in Resident Evil 4 Remake übereinstimmen. Wortwörtlich sagt er, die Tatsache, dass die Operation Javier stattgefunden hat, ist tatsächlich Teil der aktuellen Resident Evil Hauptgeschichte. Was diese Mission angeht, ist sie jedoch nicht genau dieselbe wie die Ereignisse, die in Resident Evil The Dark Side Chronicles dargestellt werden. Ich kann die Details nicht verraten, aber die Beziehung zwischen Leon und Krauser sowie ihre Gespräche geben euch eine Vorstellung davon. Und da wurde ich sehr schnell hellhörig. Was heißt hier, er kann nicht in Details gehen? Das Resident Evil 4 Remake ist jetzt fast ein Jahr draußen. Natürlich kann er in Details gehen. Und Dark Side Chronicles ist ja noch älter. In Details gehen wollen Producer nur dann nicht, wenn es Dinge betrifft, die in naher Zukunft relevant werden könnten. Und auch wenn ich nicht weiß, was es genau betrifft, so denke ich, können wir das Ganze doch recht gut eingrenzen. Es gibt nämlich drei Möglichkeiten, die ich als realistisch ansehe. Nummer 1. Ein weiterer Singleplayer-DLC für das Resident Evil 4 Remake. Es gibt seit Monaten die Gerüchte, es würde noch ein weiterer DLC erscheinen. Separate Ways war sehr erfolgreich und hat neben den Lobpreisungen der Fans auch noch Top-Werte eingefahren. Ich würde das für durchaus möglich halten, da man so einen tollen Brückenschlag zu einem Resident Evil Code Veronica Remake machen könnte. Und zwar nicht erst, wenn das Remake erscheint, sondern bereits jetzt. Es gibt allerdings eine Sache, die mich dabei eher skeptisch stimmt. Am 9. Februar ist bereits die Gold Edition von Resident Evil 4 erschienen. Gold Editions beinhalten für gewöhnlich alle DLCs, die mit dem Spiel im Zusammenhang stehen. Daher glaube ich einfach nicht, dass Capcom das macht, da es für sie ein sehr ungewöhnlicher Move wäre, der in der Vergangenheit so nie stattgefunden hat. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, doch halte die anderen Möglichkeiten für wahrscheinlicher. Möglichkeit Nummer 2. Resident Evil 9 behandelt die Ereignisse von Operation Javier. Das finde ich persönlich mehr als interessant.
Natürlich müsste man dem Ganzen viel mehr Fleisch geben, als in Darkside Chronicles vorhanden ist. Doch an Location mangelt es sicherlich nicht. Es gibt einen Dschungel, verlassene Dörfer, ein Herrenhaus, eine Kanalisation und ich denke, Capcom ist kreativ genug, sich auch noch andere Orte einfallen zu lassen. Glaubt mir, da ließe sich einiges daraus machen. Wenn Resident Evil 9, wie es die Gerüchte sagen, tatsächlich mit Leon als Protagonisten daherkommt, könnte Operation Javier auch eine Art Flashback-Mission innerhalb des Games sein. Ich halte das für möglich, aber um ganz ehrlich zu sein, auch nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Und das liegt einfach daran, dass Resident Evil 9 schon so verdammt lange in Entwicklung ist und ich weiß, dass die Teams innerhalb der Division 1 bei Capcom sich nicht so stark absprechen. Womit wir zur Möglichkeit Nummer 3 kommen, die ich am wahrscheinlichsten erachte. Einbindung in das Resident Evil Code Veronica Remake. Hirabayashi war der Producer des vierten Remakes und ist es gerüchtehalber auch bei dem mutmaßlich stattfindenden Code Veronica Remake. Eine lore-technische Verdrahtung halte ich beim gleichen Producer für sehr viel wahrscheinlicher, als wenn es ein anderes Team betrifft. Hinzu kommt noch, dass sich Rockford Island, also da wo Code Veronica spielt, in der geografischen Nähe zur Location von Operation Javier befindet. Rockford Island liegt nämlich im Pazifischen Ozean an der Westküste von Südamerika. Amparo ist der Ort der Geschehnisse von Operation Javier. Es ist jedoch schwierig, den genauen realen Standort hier anzugeben, weil es a. mehrere Städte in Südamerika mit diesem Namen gibt und b. das Ganze vermutlich fiktiv dargestellt wurde, genauso wie eben Raccoon City keine echte Stadt ist. Auch hier halte ich eine Einbindung von Flashback-Cutscenes oder Dokumenten, die man dort findet, für sehr wahrscheinlich. Oder aber Möglichkeit Nummer 4, es ist was ganz Eigenes und wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts auf dem Schirm haben. Vielleicht ist es aber auch ein Übersetzungsfehler. Es wäre interessant, hier die japanische Antwort zu sehen und sie von jemandem übersetzen zu lassen, der der Sprache zu 100% mächtig ist. So oder so, ich finde es super spannend, was gerade alles passiert. 2024 soll ja kein Resi erscheinen, aber was Leaks, Gerüchte und nun noch Interviews anbelangt, brodelt es regelrecht darunter. Ich bin so gespannt darauf, wohin uns die Zukunft bringt und wann wir den ersten Trailer sehen werden. Ich habe es in den anderen Videos ja schon gesagt, ich bin mir mehr als sicher, dass zuerst Resident Evil 9 im ersten Quartal 2025 erscheinen wird. Und vielleicht gibt uns das ja schon mehr Antworten auf die Zukunft, als uns aktuell bewusst ist. Jetzt will ich aber natürlich wie immer eure Meinung dazu wissen. Was haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Ein neuer DLC für Resi 4? Eine Einbindung in Resident Evil 9? Oder eine Anspielung an das Code Veronica Remake. Vielleicht habt ihr auch eine ganz eigene Theorie, dann haut in die Tasten und lasst sie uns wissen. Lasst uns wissen, was eure Meinung dazu ist. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mein Video zu allen 30 Resident Evil Spielen im Ranking, dann klickt auf das obere Video oder vielleicht interessiert euch mein Analysevideo zum Silent Hill 2 Remake Gameplay Trailer, dann klickt auf das untere Video. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Viel Spaß mit was auch immer ihr schaut und zockt und wir sehen uns im nächsten Video.